Und das hier? Gibt's heute gratis dazu. Das Zeug ist doch süß genug. Süß? Nee, Ecki. Das ist das Mittel, das müde Männer munter macht. Probier einfach mal. Schmeckt gar nicht so schlecht. Sag ich doch. Ein Monat lang, jeden Tag ein Drink davon. Und dein Körper wird sich dermaßen entwickeln, dass sich jede Frau nach dir umguckt. Auch Claudine. Sag mal, was zum Teufel willst du hier? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich immer bekomme, was ich will? Also, rück das Zeug raus, und zwar sofort. Du bist ja noch viel durchgeknallter hier oben, als ich gedacht habe. Du bist ein verdammter Spießer. Das Zeug ist doch da drin, oder? Hey. Da ist es doch. Pass auf, hinter dir. Wer hat dich denn eingeladen, Ecki? Vergiss es. Du hast keine Chance gegen mich. Hä? Oder ich dachte, hat er recht. Lass gut sein, Ecki. Wir brauchen ihn lebend. Hier brauen Sie also Ihren Stoff zusammen. Was sagten die Bewährungshelfer dazu, hm? Fick dich. Hat Andrea Schröder davon gewusst? Die Alte ist mir sowas von auf die Nerven gegangen, ey. Und dann haben Sie sie einfach umgebracht im Auftrag von Hobelmeier. Hobelmeier? Doch eh nur Muschis im Kopf. Hätte ich Elefantenscheiße im Fitnesstempel verkaufen können, hätte ich nicht mitbekommen. Bis Andrea Schröder angefangen hat, ihm zu drohen. Ein Glück habe ich die SMS gelesen. Sie haben Dorot Magunski überfallen und die Akten gestohlen, weil Sie wissen wollten, ob Andrea Schröder das Ephedrin erwähnt hat. Das hätte sie nämlich in Verbindung gebracht mit dem Mord. Als Dorot hier in der Gärtnerei aufgetaucht ist und die Pflanzen gesehen hat, da musste sie sterben.